Perfekt, dann laufe ich mal rüber und wir schmeißen den ganzen wertvollen Loot runter. Das, das, das. Dieses, jenes, das hier. So. Zack. Perfekt. Dann mache ich den so. Halt, nein. Der bleibt schön hier und dann mache ich hier erstmal den da dran. 5. Und so. Dann kann ich theoretisch die wieder anziehen. Aber was mir gerade einfiel, was wir nämlich auf jeden Fall tun müssen, und das machen wir jetzt auch, ist Pilze anbauen. Und da nehme ich mal beide raus. Außerdem Werkzeug nehme ich mal ausnahmsweise unsere Klamotte raus. Das haben wir ja noch nie so gemacht. Deswegen dachte ich mir, es wird mal Zeit. Zack. Denn dann verbrauchen wir weniger Ausdauer beim Anbauen. Also let's go. Ja, das machen wir so rum. Erstmal mache ich das. Das mit den Mühlen können wir danach machen. Nebelande Base. So, erstmal ausleeren. Dann hier vorschmeißen. Ja, obwohl können wir eigentlich auch behalten. Völlig egal. Und dann machen wir hier maximales Anbauen. Und ich weiß nicht genau, wie das für Platz ist. Ich will da mal nicht so sein. Sind wir mal nicht päpstlicher als der Papst. So. Und so. Ich weiß nicht genau, ob das so passt, weil ich habe ja doch schon jetzt ein paar mehr Pilze rausgenommen. Ich glaube aber, wir haben hier mehr als genug Platz. In der Summe. So, ne? Und da können wir ja auch noch mit hin. Das sieht zwar nicht so aus, aber das ist trotzdem Anbaugebiet. Fragt mich nicht, warum das so aussieht dann. Aber man kann dort anbauen, das ist das Wichtigste. So. Hier lang. Bis nach hier oben. Interessant, hier wurde irgendwo mal eine Fackel zerstört. Ich weiß nicht mehr genau, wo. Da hinten wahrscheinlich, ne? Weil eigentlich alles hier immer noch frei ist. Oh, ups, da habe ich ja schon. Ja, das war jetzt nicht so smart. Oh, wir sind schon durch. Gut. So viel zu dem Thema, ne? Da hätten wir noch so viel Platz gehabt. Naja, was soll's. Und hier leere ich nochmal aus, weil ein weiterer hinzugekommen ist. Und hindurch. So, perfekt. Dann jump ich mal runter. Ich weiß, ich sammle hier dann zwar auf, aber so sei es. Das weg, 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 weg. So. Und dann packe ich mal Werkzeuge wieder rein. Halt, erst reparieren, wie immer. Damit hier schön auch die reparierten Sachen immer direkt da drin sind. Und wir hier nicht irgendwie so irgendwas in unseren Kisten haben, was Mangelware ist. Oder wo Verbesserungspotenzial wäre. Oh nein, so. Ja komm, ich lasse erstmal die Krone auf. Vorerst. Und den Hammer packe ich wieder hin. Und wir gucken mal, was kosten. Hatte ich eben gerade schon geguckt. 20 Stein, 30 Holz. Lass uns mal kurz rechnen. Ich würde sagen, wir bauen 4. Das sind 120 Holz. So. Und hiervon 20. So. Dann haben wir, schon mal 120 Holz, sehr gut. Dann fehlt uns 80 Stein und 30. Ja, mit den Nägeln sind wir dann gleich überladen. Ich bring das schon mal nach oben. So, und hier hin. Schmeiße ich schon mal alles davor. Und außerdem brauchen wir 30 Nägel. Das bedeutet, ich habe jetzt gerade mal 4 gerechnet, ne? Also brauchen wir davon auch 120. Ich nehme mal... Oh, zum Glück habe ich Eisen vorbereitet, wa? Ich nehme mal 20 raus. Weil ich weiß nicht mehr, wie viel stellt man da nochmal her? 10 jeweils. Und wir brauchen, was habe ich gerade gesagt? 120, ne? Warte mal. Ja. 120. Gut. So sei es. Schade, dass man hier nicht auch 5 auf einmal machen kann. Und ich frage mich immer noch, warum wir aus einem Barren 10 Nägel machen. Was sind das wieder für Nägel? Aber gut, ich sag da nichts zu. Vor allem, ich sag da nichts zu, habe ich doch gerade. Das ist so wie die Leute, die immer irgendwas sagen und dann, aber ich sag nichts dazu. Ja, hast du doch eben gerade gemacht, Mann. Wenn du nichts dazu sagst, dann halt doch die Klappe. Oder?
Na gut, was soll's. Ich gehe nach oben und wir sammeln den Rest auch noch auf. Oh, es wird schon wieder dunkel. Aber wir können nicht jetzt nochmal auf Asquin Jagd gehen, ne? Da müssen wir immer ein paar Nächte warten, damit das alles auch wieder respawnt. Vernünftig. Gut. Und wir gehen hindurch. So. Schon klar, ich hätte jetzt eben gerade auch direkt, ne, wir haben da auch eine Mühle, ich hätte eben gerade auch direkt die Dingens bauen können, also die, das Korn mitnehmen können. Aber ich dachte mir, wir machen das jetzt mal ein nach dem anderen. Warum kann ich das hier nicht bauen? Zu uneben, war? Ist hier nicht möglich. Er sagt mir nicht, warum. Ich glaube, weil es uneben ist. Mach ich mal so. Ist richtig, ne? Ja. Schön dicht. Dann hier noch ein. Und noch einen letzten hierhin. So, da haben wir 5 Mühlen. Und da hole ich jetzt mal... Ah ja, hier sind wieder Trauben. Kann es sein, dass ich hier regelmäßiger nachgucken muss als bei anderen Pflanzen? Habe ich ein bisschen das Gefühl, ne, dass hier und da mal was reif wird. Keine Ahnung, wie das mit den Trauben ist. Die verhalten sich auf jeden Fall schon irgendwie anders. Im Vergleich zu den anderen Dingen, die man anbaut. So, aber das war's. Gut, dann hole ich mal Korn. Aber vorher schmeiße ich den Stuff mal hier runter. So und so. Ja gut, 15 Trauben, wow. Aber wie auch immer, ich nehme ordentlich Korn mit und schmeiße das dann auch einfach direkt dahin, ne? Damit müssen wir nicht jedes Mal zur Kornkiste rennen. Ich würde sagen, wir brauchen ja ordentlich. Das bedeutet, eins... Warte mal, sind 100er Stacks. Also 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 Stacks. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also 3 Stacks plus 2 Stacks macht insgesamt 5. Dann mache ich die auch. So. Und das wird alles zu Mehl pulverisiert. Da, ja, hier lang. So. Da laufe ich mal nach hier hinten. Rein damit. Oh. Ach, es können ja immer 50 rein. Ja, dann geht es ja richtig fix. Oder? Okay, ich mach mal noch aus. So. Ja, so ist, wenn ich gedrückt halte. So ist, wenn ich eh spamme. Geht schon schneller, ne? Ja. 0,01 Sekunde geht's schneller. Das reicht für mich. Das reicht für mich, es nicht mit E gedrückt zu machen. So. Und noch hier rein. Oh. Naja, gut. Die habe ich andersrum gebaut. Ja, so macht sie natürlich eigentlich auch mehr Sinn. Also die ich dort installiert habe, macht auf jeden Fall Sinn, dass es so rum ist. So. Und wir haben noch, ja, 250 für genau noch eine zweite Fuhre. Perfekt. Da schmeiße ich mal Korn hier hin. Ne? Und wenn wir dann das nächste Mal Trauben holen, füllen wir dann nochmal Mehl auf. Dann haben wir das auch wieder gefüllt in unserem Lager. So, sehr gut. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal einen Großteil erledigt, wa? Ich würde sagen, wir gehen mal kurz ratzen. Und dann schauen wir mal auf unserer Liste, was als nächstes ansteht. Denn vieles davon haben wir jetzt schon ein bisschen abgefrühstückt. Aber ich würde es noch nicht von der Liste streichen, solange es nicht auch im Lager ist, ne? Aber zuerst einmal, gute Nacht. Guten Morgen. Und da gehen wir mal runter zur To-Do-Liste, wa? Beziehungsweise to Farm. Die ist jetzt deutlich größer geworden als die To-Do-Liste. Auf die To-Do-Liste will ich allerdings auch noch mal eben kurz was schreiben. Und zwar, ja, das hier weiß ich immer noch nicht, wie wir das lösen sollen. Ich glaube, das wird auch nie lösbar sein, das mit dem Musikbug. Aber hier will ich noch Schilde. Nö, brauchst du nicht verzweifeln, das wird nicht so schlimm. Aber gut, wir haben Mehl vorbereitet. Trauben ist eine Sache über Zeit. Blaue Pilze haben wir angebaut. Rauchwölkchen. Rauchwölkchen? Brauchen wir wohl auch. Und vor allem die Aegis. Und bei den Aegis, die Geier sind ja häufig an Küsten. Ne? Und ich erinnere mich, dass wir doch bei unserem Portal 5, Notportal 5, waren wir doch an der Küste. Das war doch dieses, wo ich ewig lange an der Küste lang gegangen bin. Und da würde ich sagen, gucken wir erstens nach Geiern und Nestern. Nehmen wir mit.
Ich glaube aber, die Nester habe ich schon mitgenommen, aber wenn da Geier gespawnt sind. Und zweitens gucken wir nach Festungen, weil auch noch Blutsteine anstehen. Wir haben jetzt 2 von 5 gefunden. 3 fehlen uns also noch, um unser gesamtes Konsortium, also unsere Rüstkammer komplett zu beenden. Und das heißt, wir gucken jetzt nach Festungen und Geiern. Und wie es aussieht, auch nach diesen Rauchwölkchen, nach diesen Pilzen. Also nach allem möglichen Loot in den Aschelanden, wa? Und wir haben uns gut vorbereitet, aber ich merke gerade, Nahrung. Da brauchen wir mal hier davon noch ein bisschen. So, dann baller ich mal das, das und den. Und dann gehen wir los. Would I say? Ich könnte sogar dazu wechseln, wenn es zu dunkel wird, dann, ja, keine Ahnung, ein Portal mitnehmen, ne? Ich überlege gerade, ob wir auch einfach ins Reiseportal gehen könnten und da weitersuchen, aber da sind wir nicht an der Küste. Ich will schon bei der Küste bleiben, aber ich brauche auch ein Portal für unterwegs, ne? Weil das macht ja keinen Sinn. Wenn ich zum Beispiel jetzt eine Festung finde, dann, ja, dann hängen wir da. Ich kann natürlich das Notportal bewegen, aber das ist mir zu unsafe. Deswegen mache ich mir einfach ein neues. Ja, 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 das macht Sinn. So, 20. Und Feuer hiervon 4. So. Und dann gehen wir mal los. Warte mal. Ich muss hier noch ein Portal hinstellen. Das ist ja Portal X. Das führt in die Nebellande. Das habe ich mir notiert. Keine Sorge. Ich verliere hier schon nicht den Überblick. Hier würde ich die... Die mache ich mal hier vor Skelett. So. Und das nenne ich mal... Ah. Für Ashlands. Ganz einfach. So. Ein kleines A. Müssen wir uns merken. Kriegen wir aber hin. Und dann gehen wir hier hindurch. Energieschild. Ich könnte Knochen mitnehmen. Um den Energiegenerator aufzuladen. Passt schon. So, da sind wir. Und hier sehe ich schon überall Feind. Hä? Schwebt da ein Stein? Floatland? Warte, 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 warte. Das muss ich mir ansehen. Piu. Da schwebt ein Stein, oder nicht? Ja, das ist Eisenerz in der Luft. Okay. Keine Ahnung warum, aber sieht irgendwie geil aus. So, ich mach mal dich platt. Und das will ich mir eintragen als Weltwunder. So. Tschüss. Ja, mit deinem Loot. Und dann mache ich dich auch noch platt. Natürlich mein Energieschild noch gekillt. So, da kommt noch ein Feind. Ich mach mal hier ein paar Wurzeln. So, perfekt. Verprügelt. So verprügelt. Bam! Sehr gut. Hier, du kriegst Frost ab. Piu! Und du auch. Dann ist nämlich Feierabend. Komm, wird noch einer direkt ins Bild geboxt. So, warte mal, ich mach mal hier welche hin. Da ein. Und hier ein. Dann wirst du schön hin und her geboxt. Aua! Ich liebe diese Wurzeln. Ich liebe sie einfach. So, aber warte mal kurz. Das wundert. Ah, okay, es hat sich gesetzt. Gut. War also einfach nur buggy. Da ist ein Knochenvieh, das ignoriere ich mal. Da sind aber Geier. Auf die habe ich Bock. Also kommt mal bitte hierher. Kommt mal in Küstennähe, damit ihr mich angreift. Das wäre sehr nett. Sind aber sehr weit weg, ne? Er kommt. Nee, doch nicht. Na los, komm. Alter. Gut, dann bringe ich dich halt um. Tschüss. Ja, wenn ich mit dem Feuerball kille, sind sie down. Dann ist der Loot natürlich für mich unerreichbar.
Und auf den habe ich keinen Bock. Der auf mich aber, ne? Er kommt jetzt. Ja, ich glaube, der hat gelbe Aufmerksamkeit. Also Attention, aber keine Agro, glaube ich. Ich gehe mal hier hin. Und näher an die Küste in der... Oh. Ja, Alter, dann stirb! So. Er macht seine Feuerbälle. So. Mana aufladen und Feuer. Ihr kriegt ja Gott sei Dank extra Damage von Frost. Tschüss. So, du willst es auch noch mal wissen. Kriegst du ein bisschen Frost ab. Da friert er direkt ein und haut ab. Nix ist. Piu. So. Ja, können die Geier mal herkommen, bitte? Oh. Ich kann das Zeug holen, ne? Da werde ich zwar nass, aber let's go. Komm, 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 komm. Und... Tschüss. Ah, schnell, 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 raus hier. Hui. Gut. So, ja. Das hat sie jetzt super gebracht. Aber die Geier kommen nicht her, ne? Ich kann sie auch nicht herlocken. Ich könnte versuchen zu spreaden, damit ein Treffer sie erreicht. Ja, scheiße. Das habe ich mir anders vorgestellt. Weil ich weiß nicht, wie ich sie zu mir locken kann. Dann ist dieser Ort hier doch vielleicht gar nicht so gut, ne? Obwohl. Wir finden ja trotzdem, glaube ich, Festungen. So, wir müssen uns hier leider Stück für Stück durchkämpfen. So sei es. So. Und noch ein Hit. So, und du auch noch mal einen auf die Mütze. Tschüss. So, den Loot lasse ich liegen. Diese Knochen, da haben wir schon so viele von, ganz ehrlich. Dich mache ich mit Feuerball platt. Weil zwei Feuerbälle sollten dich killen. Oh, daneben. Tschüss. So, du solltest verbrennen. So, da sind eine Menge Feinde. Da versuche ich mal drum rum zu gehen. Oh, da ist schon wieder einer von denen. Verzieh dich! Aber hier ist nichts. Das ist alles noch das alte Land, ne? Hier. Das hatten wir früher mal entdeckt, als es das Ashlands Update noch nicht gab. Deswegen sieht es hier so komisch aus. So trostlos. Aber hier, habe ich auf jeden Fall gesehen, ist Gebiet gespawnt, weil... Wir waren halt hier in dem Gebiet und hier. Und da ist dann neu generiert worden. Das heißt, da war auch, ich glaube, da war auch eine Festung. We will see. Oh. Da ist ein Surtling gestorben. Ja, das bisschen Kohle ist es nicht wert, in den Kampf zu gehen. Ein Zwerg, der ist es wert, in den Kampf zu gehen. Nein! Ja, der hat auch ordentlich Schaden reingedrückt. Der hat für uns die halbe Arbeit übernommen. Aua! So. Energieschild. So, nochmal hier durch. Und noch ein paar Wurzeln. Oh, der hat sogar einen Stern. Ich sehe gerade. Na gut. So. Dann nochmal der Morgen. Hier ist auch ein Surtling. Auch noch mitgenommen. So. Ja, ich darf nicht zu nah ran, ne? Sonst macht er seine Rolle. Das hatte ich schon mal festgestellt. Los, haut zu! Na los, nochmal! Na also. Gott sei Dank. Ja, mit deinem Loot. Und hier liegt... Ja, hier liegen Knochen. Gut. Ja. Naja. Wo ist denn der Zwerg verreckt? Habe ich seinen Loot schon aufgesammelt? Ja, ne? Naja, gut. So wertvoll ist der Loot nun auch wieder nicht. Ich könnte mal kurz eine... Ich habe kein Holz mitgenommen für eine Workbench. Ich bin so ein Storch. Oh oh.
Was mache ich denn jetzt? Theoretisch könnte ich noch zurückrennen. Oder ich besorge mir irgendwo Holz. Ja, scheiße. Ja, ich laufe eben zurück und spule das vor. Und bin dann wieder genau an dieser Stelle hier gleich. Also würde ich sagen, bis gleich. So, da bin ich wieder. Und ich bin jetzt einmal hin, hab Holz geholt und wieder zurück. Bin dann auch gleich nochmal pennen gegangen. Ihr habt es ja, glaube ich, gesehen. In Schnellformat. Und wir haben jetzt alles, was wir brauchen. Das heißt, ich würde sagen, wir gehen mal weiter. Ich finde das ein bisschen schade, dass das hier mit den Geiern überhaupt nicht so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe. Kannst du mal herkommen, Mann? Verdammt! Ja, er kommt! Ha! Er mit deinen Eiern. Das klingt irgendwie falsch. So, stirb! Ja, mit dem Loot. Dann hier ihr noch. Da nehme ich mal den Feuerball. So. Hä? So, jetzt aber. Der ist schon mal down. Tschüss. Dann Energieschild und weiter geht's. Ja, jetzt haben wir immerhin einen. Aber der hat nicht mal ein Ei gedroppt. Oh, das mit den Eggs ist echt gemein. Mit den Geiern. Weil, also wenn jede Krustenpastete so ein Eggs braucht und man kann sie nicht irgendwie in Anführungsstrichen züchten oder tame oder was auch immer, ne? Ist das ja echt gemein. Könnt ihr mal herkommen jetzt endlich? Na also. Du stirbst. Und du stirbst. Federn, Fleisch. Da war ein Ei. Ein Ei haben wir. Wow. Da war schon wieder einer dicht an der Küste. Hier könnte ich auf diesen Stein gehen, aber da werde ich bestimmt durch Nest sein. Ich glaube aber für ein Ei... Oh. Ja, nee, ich habe Angst. Ich versuche mal zu ballern, dass ein Projektil ihn trifft. Aber das ist viel zu unwahrscheinlich, dass das so ist. Ah, sehr gut, er hat mich gesehen. Und tschüss. Schon wieder kein Ei. Ja, nee, das ist sehr ineffektiv. Das funktioniert so nicht. Wie kommen wir? Schreibt es mal bitte in die Kommentare. Wie kommen wir möglichst effektiv an möglichst viele Vulkan-Geier-Eggs? Also, was macht ihr denn? Keine Krustenpasteten backen? Ich will natürlich Topfood. Und da brauchen wir leider diese Eggs für. Schon wieder keins. Doch, da war eins bei, okay. Ja, komm, Alter. So. Und so. Piu. Auf Wiedersehen. So. Und wir kommen jetzt hier zu dieser Senke. Hier wird gleich das normale Ashlands-Gebiet sein. Oh, da ist ein Zwerg. Komm, ich helfe dir. Oh, der hat sogar einen Stern. Ja, moin. So. Ich wünschte, man könnte die heilen. Dass es einen Heilzauber gibt, das wäre so Hammer. So halt auch für Mitspieler. Aber, dass man das halt auch für Zwerge benutzen kann, sozusagen. Ich müsste mal was essen, wa? So, Teamwork. Pass auf, wo du hintrittst. Mein Bruder hat... Was? Shit. Kannst nicht lesen. Irgendwas mit Lava. Gut. Ja, hau rein. Halt die Ohren steif. Du schaffst das schon. Vor allem alleine hier in den Ashlands. Der ist ja so, mindestens so wahnsinnig wie wir. Oder mutig. Aber Wahnsinn und Mut sind ja oft dicht beieinander. So, kommst du mal her, bitte. Na komm, hier bin ich. Na also. Und tschüss. Schon wieder kein Ei. Ist doch nicht wahr. Da, ne? Da sieht man Bäume und so.
Das bedeutet, wir kommen hier in ein Gebiet, wo eventuell auch Festungen und so sein könnten. Deswegen wollte ich hier hingehen. Eigentlich wollte ich hier bei der Küste sämtliche Geier mitnehmen, aber das funktioniert ja bei weitem nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ist natürlich schade. Aber gut, den Morgen da, auf den habe ich gar keinen Bock. Ich gehe mal hier lang. Und natürlich gucken wir nach grünen Lichtern. Ist das ein Zwerg? Nee, das ist ein Bogen. Ich dachte gerade, das war eine so dieser Spitzhüte. Aber leider nicht. So, mein Freund. Tschüss. Und du kriegst ein paar Wurzeln. Oh, der hat einen Stern, ne? Das sieht man an seinem Leuchten. Na los, hau drauf da, Wurzel. Was machst du denn? Bam! So. Sehr gut. Hervorragend. Oh, Energieschild. Und da sehe ich auch einen Spawner. Der ist hier so dicht. Deswegen mache ich den mal kaputt. Außerdem gönne ich mir mal Nahrung und den. Damit es hier ein bisschen schneller geht. So. Ja, ja, ich habe dich schon gesehen. Aber du bist gerade zweitrangig für mich. Erstmal geht es mir hier um den Spawner. Na also. Und jetzt bist du dran. So. Da hast du deine Aufmerksamkeit. So. Na, läufst du weg von mir? Oh. Sag mal. Hat er mich mit dem Schädel beworfen? Das ist natürlich super dreist. Na komm her. Und tschüss. Du auch noch, ja? Verkohlter Zucker. Und tschüss. Da sind zwei Askwins. Da würde ich mich eigentlich gerne verschanzen, aber ich merke, da ist überall Lava, deswegen lasse ich das mal bleiben. So. So. Oh oh. Okay, das war knapp. Gehe ich mal hier lang. 7. Aua, trotzdem. Weggedamaged. So, dann gehe ich mal hier hin. Energieschild. Drain. Frost. Und platt gemacht. Und jetzt du. Und piu. So. Sehr gut. Den Loot bitte. Haben wir das schon mal. Und dann gehen wir mal hier lang. Und ich sehe hier links kein grünes Licht. Ich dachte eigentlich, hier war irgendwo eine Festung. Aber wohl nicht. Oh, da ist ein Zwerg, der angegriffen wird. Komm, den supporten wir. Überlebe, überlebe. Nein. Ah, er hat überlebt. Sehr gut. Eine lebende Person, das ist mal was anderes, das stimmt. Finde ich auch, ich bin auch sehr positiv überrascht, hier Lebendiges zu sehen. Lebendige Humanoide. So, und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, danke, ne, für die Hilfe. Kein grünes Licht. Wollen wir mal hier so gen Norden gehen, dachte ich mir. Müssen wir allerdings hier diese Landzunge nehmen, die sich hier lang bahnen. Soll ich die Trauben auch mitnehmen? Oh, kann ich gar nicht. Ja, dann schmeiße ich die Federn weg. Und dich mache ich sowieso platt. Oh. Piu. So. Und dann hier nochmal. Hier aufpassen wegen Lava. Oh, sind da viele Trauben dran. Aber hier ist auch Lava. Vorsichtig. Boden ist Lava. Oh, so siehst du, habe ich mal ein Video gesehen, wo ein Hund das gespielt hat. Der hat das wohl irgendwie geschnallt und hat das immer mitgespielt. Da hast du gesagt, Boden ist Lava und dann hat er sich immer irgendwo draufgestellt. Das war so süß. Wie das ein Hund sowas verstehen kann.
Nicht schon irgendwo beeindruckend. Ne? So sieht man mal wieder so dieses, ja, ist ja nur ein Tier. Hm. Nur ein Tier, also ja. Schon super cute. So. Workbench. Portal. Ich bring mal den Stuff weg. Und eventuell können wir auch pennen gehen. Oh, da sind noch welche. Oh ja, gar nicht wenige. Hör damit. Die können wir gerade gut gebrauchen. Wenn ich mich recht entsinne, stehen die sogar auf To Farm, ne? Na da, das sieht so aus, als ob das kleine Kügelchen sind, sind es aber gar nicht. Da ist noch was. Komme ich da dran? Ich probiere es nochmal. So, und so. Ja. Hervorragend, schon klar, die Samen sind da jetzt auch überall. Oh, Vorsicht. Aber die interessieren mich nicht. Davon haben wir genug. Ja, hier ist mir zu heikel. Ich gehe weg. So. Da oben noch, aber da komme ich, glaube ich, nicht dran. Ich probiere es trotzdem. Nee, gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal durchs Portal. Ah. Und bring den Stuff weg. Eventuell pennen gehen. Mal gucken.